Der große Gewinner der Länderspielpause, nein, nicht Serge Gnabry, sondern er hier, Achim Bayerlorzer, einen Platz gut gemacht, ohne was zu tun. Sauber, Achim. Und herzlich willkommen zum 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an. Yeah, Chris Custodian, danke fürs Rechnen. Das ist die Bilanz nach 11 Spieltagen. Kann sich, glaube ich, sehen lassen. Aber kein großartiger Grund, hier zu übertreiben. Deswegen geht's los mit dem 12. Spieltag. Und zwar mit der Partie Dortmund gegen Paderborn. Wir schauen uns einfach, weil wir das selber vielleicht gar nicht mehr so genau einordnen können nach so langen Länderspielunterbrechungen, wie es denn ausschaut in der Tabelle. Dortmund 6. 19 Punkte. Paderborn, ja, am Tabellenende mit 4 Punkten. Klare Angelegenheit, Fragezeichen. Aber das sieht man natürlich auch an den Quoten. Ja, Länderspielpause bedeutet immer, dass die Bundesliga-Spieltage noch schwerer sind, noch mehr, ein bisschen vielleicht sogar Art Lotterie als sonst. Dortmund natürlich mit der 4-0-Niederlage im Schlepptau, aber Paderborn hat auch keine positiven Erlebnisse. Vom Gefühl her gewinnt das Dortmund easy, das zeigen ja auch die Quoten an. Allerdings, wenn wir jetzt auch mal die Asian Handicaps anschauen, Over-Under, da ist die Quote auch sehr gering. Vielleicht ist da was dabei, aber alles andere wie ein guter Dortmund-Sieg wäre doch eine Überraschung. Und für mich ist die Frage gerade, siehst du eine für dich interessante Quote oder traust du Paderborn mit einem Plus-Handicap sogar was zu? Naja, das Plus-Handicap ist schon massiv hier, muss man sagen. Plus 2,25 auf Paderborn wäre eigentlich meine fast schon Favoritenwette in dem Spiel, weil ich mir denke, Dortmund wird das vielleicht nicht so deutlich gewinnen. Andererseits, ja gut, ist der Unterschied natürlich schon gravierend. Thorgan Hazard hat er für die Belgier sauber aufgezockt. Gegen Russland habe ich das Spiel live gesehen. Jetzt wieder Bundesliga, mal schauen, ob er da weitermacht. Aber ja, alles in allem reizt mich hier einfach keine Wette. Ist eigentlich immer so, wenn der Favorit so krass Favorit ist, dann wettet man entweder auf den Außenseiter. Aber wenn einen der Außenseiter halt nicht überzeugt, dann ist es eigentlich besser, wenn man die Finger davon lässt. Sehe ich genauso. Jetzt vom Tabellensechsten geht es zum aktuellen Tabellenführer, denn der tritt bei den Eisernen in Berlin auf. Die haben jetzt wirklich in Folge überzeugen können, sind auf Position 11 vorgestoßen. Und auch Gladbach spielt, glaube ich, eine bärenstarke Saison bisher mit Position 1 mit ihrem neuen Trainer Marco Rose. Und Berlin konnte nicht nur das Derby gewinnen gegen Hertha, sondern hat danach auch gleich auswärts nachgelegt und für eine Trainerentlassung in Mainz gesorgt. Und das Testspiel gegen Kiel, das lassen wir mal weg. Gladbach 3-1 gegen Bremen überzeugen können und davor auch daheim gegen die Roma. Und generell weiß man ja, dass sie auswärts stärker sind in den letzten 1,5 Jahren als daheim. Von daher wundert mich ein bisschen die Quote und die reizt mich. Ja, total. Also wir haben es hier mit dem Tabellenführer zu tun. Klar, Eisern Union zu Hause nicht zu unterschätzen, aber hier muss man einfach die Tabelle spielen oder beziehungsweise ja, auf den Tabellenführer. Eine Wette auf Gladbach bei der Quote, da macht man definitiv nichts verkehrt, auch wenn Gladbach natürlich nicht die ganze Saison an der Tabellenspitze verbringen wird, denn spätestens am 34. Spieltag holt sie natürlich der FC Bayern wieder ein. Und von daher wird dieses Spiel schon mal ein Vorgeschmack drauf sein können. Aber wie gesagt, diese Quote auf Gladbach muss man spielen, egal wie sehr man Union Berlin-Fan ist. Leverkusen-Freiburg, bei diesen Quoten macht auch eine Wette nur Sinn, wenn man jetzt davon überzeugt ist, Freiburg verliert nicht in Leverkusen, schafft zumindest ein Unentschieden, denn alles andere gibt auch keine besonders gute Asian-Handicap-Quote. Bin ich selber nicht. Ich denke, Leverkusen gewinnt das, da ist mir die Quote zu niedrig, aber gewinnt Leverkusen auch mit mehr als einem Tor Vorsprung, das kann ich nicht beurteilen, das will ich jetzt auch nicht beurteilen, von daher lasse ich hier auch die Finger davon. Oder hast du hier noch eine andere Idee? Nee, gar nicht. Also Leverkusen ist ja mehr oder weniger bekannt dafür, gegen uns zu spielen, wenn es ums Tippen geht. Und sie haben auch die letzten Heimspiele nicht so überzeugt. Ich glaube, gegen Bremen unentschieden, gegen Leipzig unentschieden und noch einige andere mehr. Freiburg ist in der Tabelle immerhin davor.
Müsste jetzt leider auf Luca Waldschmidt verzichten. Den hat es ja ordentlich zerbröselt beim Länderspiel. Und klar, Leverkusen normal gewinnt es, aber die Quote ist auch nicht gut genug, um darauf zu setzen. Und finde ich auch interessant, dass du vermutest, dass die Leverkusener sich immer unsere Videos reinziehen, um dann absichtlich anders zu spielen, als wir auf sie getippt haben. Ihr Schweine. Frankfurt gegen Wolfsburg. Frankfurt macht das auch, weil wir oder ich hauptsächlich oft gegen Frankfurt tippe, weil ich irgendwie dem Ganzen seit über einem Jahr nicht traue, aber immer wieder belehren mich die Frankfurter eines Besseren. Auch gegen Wolfsburg, Fragezeichen, schaffen sie hier einen Heimsieg gegen die Werkself aus Wolfsburg, der Autostadt? Ja, die Wolfsburger haben ja wirklich toll angefangen mit ihrem Minimalistenfußball, wenn man mal das Torverhältnis anschaut. 11 Treffer, 10 Gegentore, damit genauso viele Punkte wie Frankfurt, die einfach mal doppelt so viele Tore geschossen haben. Fast doppelt so viel, falls du mich jetzt mathematisch korrigieren möchtest. Nee, ich bin da nicht so ein klein karierter Detail-Nazi. Seit wann? Auf jeden Fall. War ich glaube ich, noch nie. Wenn ich will. Ja, egal. Auf jeden Fall, was schockierend ist, dass Wolfsburg jetzt 5 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen hat, 4 sogar verloren, 4, also 4 Pflichtspiele, da war auch die Euroleague dabei. Und von daher spricht für mich hier sehr viel für ein Unentschieden, so ein dreckiges 1:1. Ich gebe sogar Frankfurt die Favoritenrolle, finde aber die Quote auf Unentschieden gut genug. Und was hältst du von einer Vierteleinheit auf dieses Ergebnis? Vielleicht eine 0,3 Einheit vielleicht sogar oder eine 0,275 Einheit, weil die Quote nicht bei 4 ist. Aber okay, ja, es ist auf jeden Fall eine unentschieden Wette. Wie war das? Kein Detail-Nazi? Ja, das war jetzt das erste Mal. Du kannst gerne in allen unseren Videos schauen, wie oft ich dich irgendwie wegen irgendwas korrigiert habe. Ich meine, wenn es dann so Sachen sind wie, dass Windenrufer nicht mehr lebt oder solche Dinge, dann muss man halt dann schon dazwischen grätschen, sorry. Aber ansonsten, ob das jetzt das doppelte 22 oder 21 ist, wer kann schon so gut rechnen? Das stimmt. Gut. Vielleicht müssen wir beim nächsten Spiel nicht mehr so viel rechnen, denn da spielen, wie du gerade angesprochen hast, nicht mehr Windenrufer, aber Bremen gegen Schalke. Aber wahrscheinlich spielt doch noch Eisendieter Eitz, oder? Mit Rune Brazet in der Verteidigung. Ja, hier können wir es eigentlich auch kurz machen. Unentschieden. Ja, X. Ja, ich logge mal ein. Was willst du dazu auch sagen? Ja, Länderspielpause, gut. Beide Teams ungefähr gleich stark. Beide, die Quote ist gut genug. Und ob es 1-1, 2-2 ist uns relativ egal. Würde passen im Lauf der Bremer Saison und auch vom Schalke-Niveau. Auswärts ein Punkt in Bremen, das reicht denn. Total. Und Bremen ist ja hier, sind ja die unentschieden Könige. 4 Draws aus den letzten 5 Spielen. Ja, klar. Also die müssen entweder zu Hause gewinnen, verlieren, eigentlich verboten, weil die brauchen mal wieder Punkte. Bremen definitiv besser, als sie da dastehen in der Tabelle. Haben ja auch schon 18 Tore geschossen. Schalke definitiv eine der Überraschungen neben Gladbach in dieser Saison und Freiburg, mit denen man vielleicht nicht so gerechnet hätte, dass sie so gut platziert sind nach vor allem der letzten Saison. Und von daher hoffe ich, dass Bremen hier zu Hause die Punkte behält oder zumindest einen Punkt holt, damit unsere Wette dann auf ein Unentschieden auch richtig ist. Genau, auch hier nochmal setzen wir genau so viele Einheiten, um eine zu gewinnen. Das bedeutet 0,2 irgendwas. Ja, dann haben wir hier natürlich das Gastspiel von Bayern München mit dem neuen super, super, super Trainer Hans-Dieter Flick bei dem anderen super, super, super Trainer Friedhelm. Der Icemaker, ja. Funkel, jetzt ist mir kein passender Spitzname für ihn eingefallen. Aber nein, aber ich finde es lustig, wenn man die beiden Namen als Doppelnamen kombiniert, wenn die heiraten würden. Das ist dann der Funkel-Fick oder der Fick-Funkel. Er heißt Flick, Flick, jetzt muss Flick. Ich doch wieder Nazi spielen, aber du machst es einem auch nicht einfach, ja. Wenn du den mein Fick Humor. Nennst. Ich bin jung. Und tiefbegabt. Also, Bayern, sind sie jetzt wieder zurück? Offensichtlich ja, unter Hans-Dieter Flick die Spiele gewonnen, souverän 4-0 gegen den BVB und davor auch in der Champions League 2-0 gewonnen.
Düsseldorf hat sich beachtlich mit einem 3-3 aus der Affäre bei Gelsenkirchen oder auf Schalke gezogen und davor auch gegen Köln gewonnen. Normalerweise wäre das jetzt hier auch ein Spiel, wenn wir uns die Quoten anschauen, wo Asian Handicap auf Düsseldorf interessant sein könnte, denn die stehen ja dafür, den Bayern immer eins auszuwischen, auch in der letzten Saison beim Heimspiel in München. Aber mit Hans-Dieter Flick ist uns das, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich, hier dieses Asian Handicap 2,5 auf Düsseldorf mitzunehmen. Ja, in der Tat. Was willst du gegen Bayern setzen? Nach der Länderspielpause noch dazu. Klar, letztes Jahr Düsseldorf, aber das war auch wegen Dodi Lukebakio, der da eigentlich der absolute Bayern-Schreck überhaupt ist. Und diese Saison, mei, Düsseldorf nicht verkehrt, aber Bayern musste halt erstmal unterhalb von zwei Toren halten jetzt. Das ist ja auch die Frage, ob dieses 4-0 gegen Dortmund repräsentativ ist, ob es halt so die erste Reaktion nach dem Kovac-Abgang war oder ob die Bayern sich jetzt wirklich in diesem Rausch spielen und einfach auch Mannschaften wie Düsseldorf, die sie theoretisch ja abschießen müssten, auch abschießen oder ob sie sich nach wie vor schwer tun, gerade gegen solche Gegner. Also wie gesagt, ich würde hier nicht auf Düsseldorf gehen, aber schon gar nicht gegen Bayern oder auch nicht auf Bayern. Also hier bin ich einfach mal gespannt, was die Bayern hier in Düsseldorf aufs Parkett oder auf den Rasen zaubern. Ja. Leipzig-Köln. Die Quotenverteilung ganz klar. Leipzig mit einer 1,4. Der Tabellenstand auch relativ klar. Köln ist am Tabellenschlusslicht auf Nummer 17, fast das Schlusslicht. Leipzig auf Position 2, da wo sie dann auch letztes Jahr waren. Und ja, neuer Trainer beim FC Köln. Kehrt der neue Besen gut? Der Markus Gisdol, ja, ich habe mich halt gefragt, warum irgendwelche Vereine immer wieder den Fehler machen, Markus Gisdol zu verpflichten, wurde dann aber von anscheinend größeren Experten, wie ich selber einer bin, korrigiert, weil ja Gisdol ja auch diverse Vereine vor dem Abstieg bereits gerettet hat. Das soll er jetzt in Köln auch machen. Gibt da natürlich fast prominentere Feuerwehrmänner, aber ja, also hier auf Köln zu setzen, müsste man auch irgendwie auf Gisdol setzen. Und ich bin jetzt nicht so der glühende Gisdol-Fan, deswegen denke ich dann schon, dass eher der Nagelsmann mit seinen Leipzigern da weitermacht, wo er vor der Länderspielpause aufgehört hat mit jeder Menge Tore. Aber die Quote ist mir hier zu niedrig. Man könnte auf ein Asian Handicap gehen, aber das ist mir hier auch ein bisschen zu kritisch, weil die Kölner ja auch einfach jetzt mit einem neuen Trainer eine unbekannte Nummer sind. Deswegen schaue ich mir den Gisdol lieber erstmal an, bevor ich hier Geld riskiere. Das finde ich allgemein an diesem 12. Spieltag fast die beste Wahl, weil ja, es wird kälter draußen. Das heißt, die Rahmenbedingungen ändern sich. Die Länderspielpause war, man weiß nicht, wie die Spieler zurückkommen oder die eine Pause hatten und so weiter. Es gibt viele Faktoren und die muss man beim Wetten alle einbeziehen. Und beim nächsten Spiel muss man das natürlich auch, aber bei der Quote auf Augsburg, was will man da falsch machen? Ganz genau. Gisdol nimmt übrigens den Horst Held auch noch mit oder andersrum. Augsburg, ich glaube, wenn wir uns die letzten Spiele von denen mal anschauen, dann werden wir sehen, dass wir sehr oft drauf gewettet haben. Und zwar gegen Paderborn haben wir auf Augsburg gesetzt. Bei Schalke haben wir auf Augsburg gesetzt. Ja, knapp. Bei Wolfsburg haben wir, glaube ich, Asian Handicap draufgesetzt. Und alle guten Dinge sind drei. Eine Wette davon haben wir verloren. Und wenn wir jetzt wieder auf Augsburg setzen, dann sollten sie uns doch damit belohnen. Hertha mit Kovic nicht wirklich in Fahrt gekommen. Sie hatten mal zwischendurch eine 3-Siege-Serie, dadurch sich auch auf Position 12 gehangelt. Aber Augsburg wird jetzt die Hertha hoffentlich, wenn es nach unserem Tipp geht, überholen. Und wie wäre es mit einem Asian Handicap 0? Oder sagst du, die Jungs machen das eh direkt? Schwierig, sie spielen zu Hause und sollten hier den Heimvorteil nutzen, aber man sieht, Augsburg ist jetzt auch nicht die stärkste Heimmannschaft. Allerdings habe ich das auch schon mal gesagt, dass Augsburg ein sehr, sehr schweres Programm bisher hatte und im Rahmen dieses schweren Programms eigentlich ja recht gut agiert hat. Und deswegen denke ich nach wie vor, Augsburg ist besser als der Tabellenstand und da ist es an der Zeit, wieder eine Wette auf Augsburg abzugeben. Siegquote,
Muss gar nicht sein. Ich bin mit einer Asian Handicap 0 hier absolut zufrieden und es ist auch dann ein bisschen abgesichert, falls es unentschieden ausgeht. Dann bekommt man das Geld zurück. Ansonsten hat man eine 1,95er Quote hier auf die Fuggerstädter und dann sollen sie gut spielen. Vielleicht darf auch der Gregal, der Michael Gregovic, wieder ran, dass er nicht rumheult und sagt, ich will weg, ich darf nicht spielen. Ansonsten kann sie auch Finn Bogason vielleicht machen. Genau, soll er mal ein bisschen besser trainieren. Dann das letzte Spiel. Witzigerweise, bisher bei allen Partien haben wir noch keine einzige Torwette abgeschlossen. Ich glaube auch nicht, dass wir das bei Hoffenheim gegen Mainz mit dem, wie du am Anfang gesagt hast, Gewinner des Spieltags machen werden, oder? Das hat den Hintergrund, dass ja in der Bundesliga allgemein immer relativ viele Tore fallen und das wissen natürlich die Buchmacher als erstes und dann sind die Quoten für über 2,5 Tore halt dementsprechend niedrig. Unter 2,5 braucht man eigentlich auch fast nicht wetten, weil es ja eben, wie gesagt, eigentlich immer relativ viele Tore fallen. Und von daher reizt mich eine Torwette an diesem Spieltag jetzt überhaupt nicht. Auch hier nicht. Hier sehe ich gleich auf den ersten Blick eine 1,7 auf Hoffenheim gegen Mainzer mit dem neuen Trainer. Bayer Lorzer ist eigentlich wieder so ein Hoffenheim-Geschenk. Das hatten wir auch schon mal gegen Köln. Da haben sie sich sau schwer getan, die Hoffenheimer. Aber bei einer 1,7 auf Hoffenheim gegen Mainz, muss man eigentlich wieder dankend mitnehmen. Natürlich kommen jetzt die ganzen Leute um die Ecke, die sagen, unterschätzt mir die Mainzer nicht. Und das ist ja auch berechtigt. Klar, man darf gar keine Mannschaft schlecht reden oder unterschätzen. Aber im Endeffekt ist Hoffenheim nicht nur in der Tabelle halt besser, hat die besseren Spieler. Mainz hat jetzt den Trainer gewechselt. Und ob der Bayer Lorzer jetzt hier aufräumt, nachdem er beim Tabellen 17. Rausgeworfen wurde. Also ist halt so ein Stöger-Effekt. Stöger wurde auch bei Köln entlassen und ist dann zu Dortmund gegangen. Hat er einige Plätze in der Tabelle gut gemacht. Aber gut, ist bestimmt kein schlechter Trainer, der Bayer Lorzer. Aber bei Köln hat er nicht das Material und das hat er bei Mainz nicht unbedingt mehr. Also lange Rede, kurzer Sinn. Sieg Hoffenheim bei einer Quote von 1,7. Ja, Quote ist gut genug, um das abzuschließen. Auch ein bisschen verwunderlich. Aber wir werden am Wochenende sehen, wie unsere Tipps ausgehen. Und die würde ich jetzt gerne nochmal in der Zusammenfassung durchgehen. Ja, schauen wir mal, ob es heute klappt. Hier, diese Webseite ist ja noch in der Beta-Testphase. Nächstes Jahr gibt es dann eine total rund erneuerte Webseite. Wir haben sie schon gesehen, sind total begeistert. Es soll dann nicht nur ein Wettvergleich sein, soll ein Wettportal werden, wo man selber einfach Wetten abgeben kann, wie ich das jetzt hier testweise schon mal mache und tracke. Und ja, es klappt. Man kann jetzt hier auch meine abgegebenen Wetten sehen. Und zwar haben wir jetzt hier den Sieg der Augsburger bzw. Asian Handicap 0 gegen Hertha. Bei Hoffenheim-Mainz gewinnt Hoffenheim und behält die 3 Punkte. Und die anderen wurden jetzt nicht getrackt, aber gut, wir hatten noch 2 Unentschieden. Und die Unentschieden Werder Bremen gegen Schalke 04 sowie Frankfurt gegen Wolfsburg. Wolfsburg. Alles klar, dann schaut wieder rein, bis zum nächsten Mal und dann ist unsere Bilanz bestimmt ein bisschen positiver noch. Bis dann. Ciao. Oddspedia, the Sports Betting Community. Wir haben eine 5-Euro-Freiwette für dich. Melde dich über den Link in der Videobeschreibung bei LVBet an.